Und weiter geht die wilde Fahrt. Eltern haften für ihre Kinder beim letzten Mal. Ja. Ich muss gerade mal gucken, wie ich mein Mikro schlau positioniere. So. Ja, beim letzten Mal haben wir Detlef getroffen. Einen Moment der es war ein unangenehmes Gespräch im Beisein der Herzogin. Und wir müssen nun zu Dun Tin und die Burg erobern. Dazu treffen wir ihren Hauptmann. Jetzt lege ich gerade, ob wir noch irgendwas anderes auf dem Weg machen wollen. Ich würde jetzt aber spontan sagen, nö, dass wir einfach losziehen. Offenbar stinken hier alle. Das ist sehr wichtig. Retter de Perak Perra? Tot? Ja. Ist ja schon eine Woche her. So, ich würde mir jetzt ja Plötze rufen, allerdings ergibt die hier nicht so viel Sinn. Kann ich mal mit deiner Armbrust schießen? Ist da noch irgendwas auch Interessantes auf dem Weg dahin? Was wir nicht kennen? Das da zum Beispiel. Boah, warum ist ja alles so weit weg? Ich will ja nicht aufdringlich sein, aber schön. Hast du nicht das Turnier gewonnen? Ja, das habe ich sehr wohl. So, ich glaube, hier können wir wieder... Ja, leck mich am Arsch. Nee, danke, aber... Nee. Komm schon, Plätze! Boah, ich kann hier immer noch nicht... Oh. Mein Mund ist trocken, ich bin zur falschen Arbeit. Aber sie mussten sich ja umsaugen. Wenn sie nur so arbeiten würden, wie sie tanzen und trinken. Kann ich jetzt bitte endlich mal wieder... Jawohl. Ach, endlich wieder Gas geben. Sehr schön. Das ist ja... Ist ja furchtbar. Gleich kommen wir noch an. Ich vermisse noch eine bestimmte Szene. Ich weiß nur nicht, ob die im Verlauf der Hauptstory auftaucht oder ob das quasi eine Nebenmission ist. Oh nö. Was? Ich will aber nicht... Ihr seid lustig. Oh, ich merke, ich bin bombig ausgerüstet. Das. Das. Ach. Oh nö. Das war mal haarscharf. Ich habe mich gerade schon tot gesehen. So. Die Archespuren treiben bald wieder aus. Ich muss die Gegend zerstören, wenn ich sie loswerden will. Ja, bin dabei. So. Nehmen wir alles mit. So, ich nähere mich am Wendepunkt der Geschichte. Ist die Frage, was geht danach denn nicht mehr? Zum Basilisk. Es sind noch einige Sachen, die wir noch abfrühstücken müssten und sollten. Aber das machen wir alles nach und nach.
So unglaublich viel ist es ja nicht mehr, sagte er jetzt noch. Ach, Hansebasis. Stimmt, die Hansebasen müssen wir ja auch noch alle holen. Gut, aber ich denke mal, dass wir jetzt hauptstory-technisch hier alles... Ich kann jetzt, wie mir das Spiel geraten hat, nochmal speichern. Ich weiß nicht genau, was der große Wendepunkt ist, aber... Ob irgendwas da nicht mehr betretbar ist? Ich bin früh dran. Noch keine Wache da. Ach so. Gut, es ist jetzt 6 Uhr morgens. Können wir noch irgendwie die Zeit intelligent nutzen? Ist hier zufällig ein Schnellreisepunkt? Jawohl. Nice. Dann können wir uns nochmal in der Gegend umgucken. Die Zeit würde ich mir noch nehmen wollen. Ja, komm. Gucken wir uns da in der Gegend nochmal um. Ist ja alles relativ nahe. Fangen wir da an. 200 Meter nach Wosten. Wald, falsch rum. Bestimmt wieder ein Monsternest oder... Was gibt's denn noch? Banditen. Auch sehr gerne. Wölfe, ja, natürlich, Wölfe. Ich muss aber ehrlich sagen, für die Wölfe habe ich momentan überhaupt keinen Nerv. Das ist mir... Ist mir ein bisschen zu doof. Ah, guck mal. Aua. Aua. Große Igniglyphe, sehr nett. Anweisungen auf zerrissenem Pergament. Schema. Den Rizium-Barren, Orikalkum-Barren, das ist doch sehr schön. Ich glaube, die Orikalkum-Barren können wir auch. Ne, können wir nicht zerlegen, oder? Ich weiß es gar nicht. Müssen wir mal gucken. Das Orikalkum-Erz hat uns ja gefehlt. Haben wir jetzt hier noch eine neue Quest angenommen? Lese Anweisungen. Moment, da. Quest. Notiz. Pavel, schnapp dir diesen Kartonjungen und fülle ihn ab. Damit meine ich, dass er dir langt und brabbelt seine Liebe gestehen soll, bevor er sich auf die eigenen Stiefel kotzt. Das ist nur ein kleiner Idiot, der braucht nicht viel. Sobald der rosa Einhörner sieht, fesselt ihn und stopft ihn voll mit tödlichem Nachtschatten und Schwefel, so wie du eine ganz vor... Was Sau wie ein Stoff würdest. Angeblich lieben Drachen Jungfrauen. Vielleicht holt sich also eine dieser fliegenden Schlangen über Champs-Désolé dieses Früchtchen. Und da du es ja zuvor schon gewürzt hast, wird es vom Reptil verschlungen, das dann tot umfällt. Bitte sei vorsichtig, wenn du das Abendessen für die Bestien präsentierst. Ich habe schon genug Männer verloren. Ach so. Die wollten sich wieder sehr intelligent der Sache selber annehmen. Das ist natürlich, wenn du ein Problem hast, bestell einen Hexer. Das kommt dich in jedem Fall günstiger, als wenn du es selbst machst. Och nö! Ihr nun wieder. Wie lange soll ich noch? Hier blubbert doch noch einer.
Ich hab Zeit. Die sind aber auch eklig. Ich geh da mal. So. Pergament, Drachmidleder, Erz, Kron, Florin, Rüstung. Junge. Anjak Le Rouge, was zum neuen schwänzigen Teufel machst du hier noch? Habe ich dich nicht in einen herrlichen Urlaub geschickt? Gestern habe ich diese vergeflügelten Scheißfresser Gilbert gerade beim Pinkeln. Achso. Haben diese geflügelten Scheißefresser Gilbert glatt beim Pinkeln von der Mauer gepflückt. Wie viele Männer soll ich noch durch deine Inkompetenz verlieren, du hohlköpfiger Trottel? Du solltest nach meinen Anweisungen eine Balliste bauen und diese Flugechsen töten. Wenn das nicht binnen zwei Tagen erledigt ist, stopfe ich dich mit Schwefel voll und werfe dich den Monstern zum Fraß vor. Vielleicht trägst du auf diese Art der Problemlösung bei. Oh, grußlos, Filbert. Ist ja nicht so nett. Aber die Flugechsen, die haben wir bereits beseitigt. Was ist denn noch? Hier ist noch was. Ist alles so schön nah beieinander. Was wird es diesmal sein? Oh, ich tippe auf ein Monsternest. Nö. Kann ich hier nicht irgendwie abfackeln? Verdammt. Die ekligen. So, einer war hier doch noch. Oh ne, der ist mir auch schon umgekippt. Okay. Nun gut. Nehme ich so hin. Fettbefleckte Notizen und diverse. Was wieder ein Geld drin ist. Meine Herren. Jetzt wirst du aber nochmal verwöhnt. Nur ein Teil der Notizen ist leserlich. Weiterhin kaum Beute. Seit einer Woche haben wir nicht mal einen streunenden Köter auf der Hauptstraße gesehen. Seit der letzten Karawane mit Speck für die Arbeiter im Steinbruch haben wir nichts rauben können. Einfach gar nichts. Zum Glück haben wir uns dann nochmal einen Bauch angefressen, der uns durch die harten Zeiten bringen mag. Aber wenn diese harten Zeiten noch lange dauern, werden wir mehr essen müssen, als wir plündern können. Und da glauben die Leute, das Banditenleben wäre nichts als Wein, Weib und Gesang. Ich hätte auf Mama hören und die Schule beenden sollen. Oder wenigstens damit angefangen. Morgen gehen wir zurück zum Mont Crané. Wir werden uns einen neuen Platz suchen müssen. Die Jungs haben vom Rumsitzen schon wunde Ärsche. Schlecht gelaufen. So, haben wir diesen Quadranten hier schon mal fertig. Ja, fast. Kommen wir da noch hin? Ja. Jetzt haben wir plötzlich Hilfe sicherlich. Los. Gucken, dass wir so auf 10 wieder da unten sind. Und dann machen wir die Hauptquest weiter. Ja. Funktioniert wieder tadellos. Was ist denn hier los? Oh nö. Einen haben wir noch. Oh. So.
Verbirgt sich hier denn auch irgendwas? Ich höre immer... Eine Kiste, die ich nicht zu öffnen vermag. Okay. Dann eben nicht. Hat sich ja nicht gelohnt. Toll. Hübsch hier. Die Berge dort sehen sehr verheißungsvoll aus. Das klingt ja alles so krabbelig. Finde ich nicht gut. Ich knipse dir die Eier ab! Ich würde ja ungern in seinen Satz unterbrechen, aber naja. Nicht gut. Naja. Also Art ist manchmal ein bisschen übertrieben, aber nur manchmal. So, bevor wir jetzt der Person in Not helfen... Erstmal die Staatskasse ein bisschen aufbessern hier. So. Der sieht ja nicht so gut aus. Hexer, rette mich! Ach da! Mensch. Ah, Schlüssel. Ah. Wir verschwinden nicht so leicht! Auch kein Schlüssel. Oh la la. Auf ihn, Männer! Erteilt ihm an. Ja. Und da ist noch einer. Tanzen wir? Das ist das schön. So, der hat auch keinen Schlüssel. Wer ist hier denn ein Schlüssel? Was ist das für eine Höhle? Was ist das so dunkel hier drin? Habe ich hier noch auf? Ach, guck mal das. Ich guck lieber nach. Z. F. H. Ach so. Ah, ich sehe so viel. Verdammt. Aber hier muss doch irgendwo ein Schlüssel sein. Ich guck mal unten die Truhen durch. Oh, und die Erze nehme ich auch noch mit. Kann man alles verkaufen. Jetzt habe ich mir... Och, ich hab mir wieder gedacht, die Höhle wäre ein bisschen länger. Machen wir weißer Honig. Da ist weißer Honig. Oh, besser.
So. Wer mag hier einen Schlüssel haben? Ich würde ihn ja sofort rausholen, aber das sieht doch verdächtig aus. Aber das ist es nicht. Das ist ja doof. Wie kriege ich den armen Tropfen denn da raus? Da liegt hier noch einer vorne rum. Nö, soweit habe ich keinen rausgelockt. Ah. Mhm. Ist da oben vielleicht noch einer? Oder etwas? Ach. Schlüssel wieder keiner haben. Naja, vielleicht wenn ich oben durchgehe. Ich spute mich. Oh nö. Wo war das jetzt? Da. Da ist auch noch was. Ach, Delfener Pass heißt das also. Naja. Haben wir jetzt einen Schlüssel? Das gibt's doch nicht. Oh, gut, nehmen wir halt den. Du hast mein Leben gerettet. Danke. Wenn du was brauchst, ich bin im Basilisk. Alles klar. Sehr, sehr schön. So, dann gehen wir nochmal hier hin. Da würde ich auch hin, aber da kommt man so schlecht hin. Obwohl, vielleicht, wenn man hier über die... Na, ich guck mal. Kann man orientieren. Ich müsste... ein Stück die Straße rauf. Also den kürzesten Punkt zum Übersetzen raussuchen. Speichern. Ach, guck mal, das ist eine kleine Hütte. Das ist hier vorne. So. Und Dach. Ah ja. Oh.
So. Befehle auf fleckigem Papier und einen Schlüssel. Timon, hör auf, die Ladung rauszufischen. Einer soffen erreicht. Ich sende euch Go und Dot. Die waren Perlentaucher in der Strafkolonie in Gemera, bevor sie zu unserer Hansel schließen. Sie werden euch helfen, die Truhen raufzuholen. Wenn ihr das Zeug habt, kommt zurück in den Karoberta-Wald. Dort stoßt ihr zu Elmerik Bandwurms Leuten. Zusammen räumt ihr dann das Gelehrtenlager aus. Zelte, Vorräte, ihr bringt alles, was ihr findet, zum Monkranee. Etwas Luxus auf Kosten der Akademie von Castel Gruppian kommt uns sehr zu Pass. Versucht aber keine Schiffe mehr zu versenken. Der Philibert wieder. Warten auf Go und Dot. So. Das was versunken. Ja, gucke ich mir nochmal an. Jo, gehen wir gerade gucken. Ach, muss mir die Lage mal von weiter oben angucken. Aha. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So. Behlhavener Klinge, ja. So lang ist es nicht mehr, aber hier gehen wir nochmal hin. So falsch. Ah ja, gut, ich muss halt noch mal rüber, ne? Das ist natürlich jetzt so ein bisschen doof. So. Schnitzel in die Backe. Und dann gucken wir mal, was da hinten ist. Sieht aus wie eine verlassene Stätte. Könnte ich mir vorstellen. Oder andere Sache. Och nö. Hier nun wieder. Da haben wir doch bestimmt auch ein passendes Öl dabei, oder? Wollen wir die guten Insektoidenöle? Relikte, Bestien, Okoid, Konstrukte, Insektoid. Och, nö. Yeah.
Alles gut. So, gibt's da noch mehr von, oder? Boah, also wenn du die Viecher hier hast, dann kannst du Weinanbau noch vergessen. Das hat sich erledigt. Scheiße. Verlassenes Castellaccia anwesend.